Kapitel 17. Das Oberhaupt im Eis. Bald darauf kam der große Tag. Wir erreichten das ewige Eis, all die mir so bekannten Landschaften. In der Ferne erstreckte sich der Berg der Sonne in die Höhe, bis er beinahe die Wolken erreichte. Der Schein der Sonne wirkte gezwungen, nicht sonderlich stark. Die letzten Tage der Reise waren doch anders verlaufen, als ich je erwartet hätte. Die Gruppe reiste immer noch recht gespalten. Nun reiste mit uns an der Spitze noch Jason und, ob ihr es glaubt oder nicht, auch Era. Zunächst war Mira von keinem der beiden erfreut, jedoch erzählte ich ihr von meinem Gespräch mit Jason und wieder einmal war sie bereit, ihn zu akzeptieren, allein meinetwegen. Weshalb genau Era jedoch zu uns an die Spitze kam, war nicht nur mir zunächst ein Rätsel. Doch die Überraschung kam erst, als wir langsam begannen zu verstehen. Anscheinend hatte Jason es mit seiner distanzierten und unfreundlichen Art, welche er hatte, seit wir Era trafen, es tatsächlich geschafft, sich irgendwie bei ihr beliebt zu machen. Und aufgrund dessen schien Eras Weltbild über Menschen als naturgegebene Todfeinde wahrlich zu wanken. Genau deshalb versuchte sie nun mehr über das Leben der Menschen zu erfahren und das aus direkter Quelle, also von Jason selbst. Diese neue Gruppenverteilung steigerte auch die Laune in der zweiten Untergruppe, da Nilon der einzige war, der sich an den Scherzen von Schatten und Wind nicht zu stören schien. Der einzige, dessen Laune nicht gut wirkte, war Rondo. Er blieb beinahe die ganze Reise stumm, mit den Gedanken offensichtlich an einem anderen Ort. Erst an diesem letzten Tag, als wir frühmorgens an der Küste von Irelius standen, war er auch mental wieder voll bei uns. Der Tag ist gekommen. Heute werden wir die Welt verändern. Es wird nie wieder sein wie zuvor. Die Geschichte wird umgeschrieben. Das Ende verhindert. Also brechen wir auf. Zum Berg der Sonne. Gesagt, getan. Niemand hatte etwas anderes vorgehabt. Wir alle wollten es hinter uns bringen. Jeder mit seinen eigenen Motiven. Era entschied sich letztlich trotzdem bei ihrem Weltbild zu bleiben und Jason als die Ausnahme der Regel zu sehen. Also kämpfte sie für das Ende der Menschen. Mira und ich kämpften dafür, ein neues Leben in Frieden beginnen zu können. Jason kämpfte gegen das Gesetz, welches er seit Jahren verfluchte. Schatten und Phönix kämpften beide hauptsächlich für Rondo. Und Nilon kämpfte, um etwas zu bewegen, selbst in seinem Alter. Jeder hatte andere Motive und doch alle dasselbe Ziel. Nur noch wenige Minuten trennten uns vom Berg, als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand. Der Himmel glühte rot. Die wahren Ausmaße des Berges zeigten sich uns auf. Doch der menschengeschaffene Aufgang würde die Besteigung ein leichtes machen. Doch natürlich sollte es nicht so einfach werden. Wir hatten schon beinahe die Treppe erreicht, als wie aus dem Nichts ein Pfeil aus dem Gebüsch geschossen kam. Ein Mensch hatte uns entdeckt. Mit einer Gruppe wie unserer wäre es jedoch kein großes Problem, wenn wir denn alle versammelt waren. Ein Schütze trat aus dem Gebüsch. Seine Armbrust bereits wieder im Anschlag, sein Blick auf unsere kampfbereite Gruppe gerichtet. Du, Ecke! Verachtung ging von seinem Blick aus, gebündelt auf das eine Tier, welches er kannte. Mich. Der Fakt, dass es sich bei diesen Menschen um Arkadios persönlich handelte, würde den Kampf nur schwerer machen. Um einiges. Nicht nur war er der stärkste Krieger der Kolonie, gleichzeitig könnten wir ihn doch nicht wirklich verletzen. Er war trotz allem Jasons Bruder. Du treibst dich also in der Nähe des Heiligtums herum. Ich wusste sowieso, dass du mit Jasons Verschwinden zusammenhängst. Dann ist wohl endlich der Zeitpunkt gekommen, um dich zahlen zu lassen. Era war mal wieder ganz schnell mental dabei. Der Kerl kennt dich und Jason? Woher? Er ist der Anführer der Kolonie, in der wir lebten. Und mein Bruder.
Dieser Kerl ist dein Bruder? Ich dachte, Geschwister wären sich auch bei Menschen ähnlich. Manchmal, aber nicht immer. Egal, es scheint so, als wäre er auf der Suche nach mir. Rondo, du musst ihm sagen, was los ist. Wie auf Jasons Kommando erhob sich der dunkelste Gott aus unseren Reihen. Zügle deinen Zorn, Mensch. Der Ausdruck auf Arkadios Gesicht verriet, dass ihm bereits der Anblick reichte, um den Schänder der Menschheit wiederzuerkennen. Anders als bei Jason damals. Rondo, du lebst. Wie bist du deinem Siegel entkommen? Ich sagte, du sollst deinen Zorn zügeln. Ich bin nicht dein Feind. Genauso wenig wie diese Wesen. Du suchst deinen Bruder, nicht? Nun, er hat den Tempel entdeckt und das Siegel gelöst. Du lügst. Sorge dich nicht, Mensch. Ich habe ihm kein Haar gekrümmt. Im Gegenteil, er und Rubin oder Ecke, wie du ihn nennst, haben mir die Hoffnung in die Menschen erneut geschenkt. Wir sind auf einer Mission, die Sonne zu retten. Wir müssen auf den Berg, um Doronamut zurückzubringen und diese Welt zu retten. Wenn du das alles behauptest, wo ist dann mein Bruder? Sag es mir. Für die Beschwörung Doronamuts benötigen wir 8 Elemente. Doch ich entschied mich, es einfach zu machen. Jason ist hier doch. Er ist kein Mensch. Für diese Reise habe ich ihm die Form eines Pflanzenelementars gegeben. Ich bin es, Arkadios. Erkenn mich doch, verdammt. Offensichtlich verstand der Anführer der Kolonie kein Wort von dem, was sein Bruder sagte. Du behauptest also, dieses Tier dort wäre mein Bruder. Nenne mir einen Grund, weshalb ich dir Glauben schenken sollte. Du hast einst versucht, meine ganze Rasse zu zerstören und nun soll ich dir eine derartige Geschichte abkaufen. Ohne Vorwarnung zog er einen Speer hervor. Vergiss es. Ecke und du, ihr beide steckt hinter seinem Verschwinden. Das weiß ich. Und ich werde euch nicht ziehen lassen. Jetzt sei nicht so dumm, Arkadios. Realisier doch, dass er die Wahrheit sagt. Immer noch kam kein Wort bei seinem Empfänger an. Ich habe zu viele Kriege gekämpft, um nicht gegen eure Gruppe anzukommen. Rondo, du wirst wieder fallen, so wie damals. Meine Vorfahren haben dich nicht versiegelt, da du die Welt retten wolltest, das ist sicher. Und so entflammte eine Schlacht. Unnötig wie keine andere zuvor. Und keiner aus unserer Gruppe wusste, wie sollten wir vorgehen. Wenn wir nur irgendwie Arkadios davon überzeugen könnten, dass Rondo die Wahrheit sagte, könnten wir den Kampf auf der Stelle beenden, doch ohne dass er unsere Worte verstand, war es unmöglich. Jason, gibt es irgendetwas, was du tun kannst, durch das er dich erkennen wird? Wenn ich etwas wüsste, hätte ich schon längst angefangen, glaub mir, aber ohne Worte habe ich keine Ahnung, was ich tun kann. Sehr schnell war klar, dass Arkadios es speziell wirklich auf 2 von uns abgesehen hatte. Rondo und mich. Die beiden, mit denen er tatsächlich etwas verbinden konnte. Die beiden, die er hassen konnte, ob er es sich nun einbildete oder nicht. Die 3 Waffen, die der Anführer mit sich führte, machten ihn zu einem vielseitigen Gegner, eine seiner größten Stärken. Leider hatte ich ihn in meiner Zeit im Dorf beinahe nie im Kampf erlebt, ansonsten könnten wir nun einen Vorteil haben. Und auch Jason wusste nicht viel über die Kampftechnik, da er immer abgelehnt hatte, sich im Krieg lehren zu lassen. All die weniger Beteiligten in unserer Gruppe versuchten einfach, ihn zurückzuhalten und wenn möglich zu entwaffnen. Jedoch hatte er nicht nur einen stählernen Griff an seinen Waffen, sondern auch einen schweren Schild, welchen er effektiv führen konnte. Rondo versuchte zunächst dieselbe Technik, welche er bereits gegen den letzten Anführer, den der Wölfe, genutzt hatte. Jedoch schienen die eigenartigen Wellen nicht viel auszurichten. Gegen den letzten Feind hatte Rondo davon geredet, dass der Wille des Wolfes zu schwach gewesen war und er deshalb von den Wellen beschadet wurde. Eindeutig war Arkadios Wille deutlich stärker, so wie auch er selber.
Natürlich machte das ein gottgleiches Wesen nicht wehrlos, doch es glich die Bedingungen an. Der Kampf wurde fairer, es war kein sicherer Sieg für Rondo mehr. Mein Feuer war ebenfalls wenig wirksam, vor allem aufgrund des massiven Schildes, welches von den Flammen vollkommen unbeschadet wirkte. Unsere Zurückhaltung in dieser Schlacht war unsere größte Schwäche. Denn keiner von uns wollte diesen Menschen wirklich zu sehr verletzen. Jason wirkte den ganzen Kampf in Gedanken versunken, offensichtlich darauf bedacht, irgendeine Möglichkeit zu finden, sich erkennbar zu machen. Auch nach einigen Minuten schien der Krieger nicht nachzulassen. Ja, im Gegenteil. Er passte sich an die Dinge an, die wir taten, und konterte sie, um selber einen Vorteil zu bekommen. Auch nutzte er immer neue Techniken, eine schlaue Strategie seinerseits. Er versuchte offensichtlich, uns auszupowern, auf Zeit zu kämpfen und seine wirklich starken Techniken erst zu offenbaren, wenn wir bereits ausgelaugt waren. Wirklich eskalieren tat der Kampf jedoch, als er begann, mehrere Waffen zur selben Zeit zu nutzen, teilweise sie sogar zu kombinieren. An einem Punkt spannte er auf einmal statt eines Pfeiles seinen Speer in die Armbrust und schoss ihn hoch in die Luft. Auf diesen Angriff fokussiert merkte ich erst zu spät, dass Arkadios nur noch ein Schwert ausgepackt hatte und erwischte mich kalt. Mira, die Lage sofort erkannte, kam mir zu Hilfe. Beinahe meine gesamte Flanke hatte er erwischt. Ich spürte die Seite kaum noch. Nur Blut spürte ich, welches an meinem Fell herunterlief. In diesem Moment war ich so ziemlich hilflos. Doch gerade, als Arkadios siegessicher wirkte, offensichtlich mit dem Plan, mich auszuschalten, schaltete Jason sich zum ersten Mal aktiv ins Geschehen ein. Er stand knurrend und schützend vor Mira und mir, was Arkadios tatsächlich zu verwirren schien. Weshalb bist du bereit, dich mir so gegenüberzustellen? Für einen simplen Wolf? Was ist los mit dir, Fuchs? Außer Knurren bekam er keine Antwort. Jason hat es aufgegeben, sich irgendwie verständigen zu wollen. Arkadios senkte sein Schwert, so dass die Spitze direkt auf Jason zeigte. Geh mir aus dem Weg, ich will den Wolf. Niemals. Kurz verblieben beide Brüder in ihrer derzeitigen Position. Doch tatsächlich zog Arkadios sein Schwert anschließend zurück. Kann es wirklich sein, dass du das bist, Jason? Wer sonst würde Ecke, Rubin, wer auch immer, so mit seinem Leben schützen, abgesehen von seiner Gefährtin? Bist du es wirklich? Sich der Lage bewusst, versuchte Jason irgendwie Zustimmung auszudrücken, mit Hilfe von Bellen und Nicken. Ich, sag mir Jason, sagt Rondo wirklich die Wahrheit? Will er helfen? Dasselbe Prozedere. Unsicher blickte der Krieger sich in unseren Reihen um. Acht Tiere, acht Elemente und Rondo. Das Ritual zum Wachstum des Baumes der Natur. Und ich habe selber die Schwäche der Sonne bemerkt. Also ist es wahr, Jason. Du warst auf einer Reise, um diese Welt zu retten. Eine Reise für die Harmonie. Was die Sonne sterben lässt, ist der ewige Streit. Deswegen wollte ich einst die Menschen vernichten. Ich sah sie als Auslöser der Zerstörung. Doch ich erkannte dank Jason, dass Menschen und Tiere wahrlich gleich sind. Also wollt ihr den Sonnengott beschwören, den höchsten aller Götter, damit er Menschen und Tiere eint. Und das soll möglich sein, trotz des Gesetzes der Natur. Das Gesetz der Natur ist nichts als eine Untat der Wesen. Eine Lüge der Kreation. Niemals waren Tiere zum Krieg untereinander bestimmt. Sie selber erschufen sich diese Illusion, um einen niederen Instinkt und unrechte Taten zu rechtfertigen. Ich glaube, ich verstehe. Gut, ich lasse euch passieren. Besteigt den Berg der Sonne und beendet diesen Krieg. Wenn es das ist, was ihr tun müsst, dann werde ich euch nicht im Weg stehen und... Sein Blick fiel auf mich. Und wenn ihr irgendetwas braucht, dann sagt Bescheid, Rondo. Kurz spürte ich einen Blick des Finsteren auf meiner Haut.
Rubin, kannst du voranschreiten? Ich versuchte, mich wieder zu erheben. Es war etwas schwierig, aber ich schaffte es. Ich denke schon. Natürlich wirkte Mira etwas besorgt. Bist du sicher? Du bist verletzt. Es ist nicht so, als würde uns noch ein großer Kampf bevorstehen. Eher wird ihm die reine Präsenz Doronamut sogar helfen. Wenn er den Berg besteigen kann, dann wird es gehen. Also, Arkadios, Anführer der westlichen Irelia, wir werden nun aufbrechen. Deine Hilfe ist nicht weiter vonnöten. Nach diesen Worten verschwand Jasons Bruder nahezu sofort. Nach einem letzten Blick zu seinem Bruder,